Wir spielen auf Schwierigkeitsgrad Hero. Das ist der dritte von vier. Wenn man von unten ganz leicht nach hoch schwer geht. Da müssen wir wohl mal handeln. Damit ich Nahrung bekomme und dann Rekruten rekrutieren kann. Mindfragger Autopsie. Bonuseffekt 250 Material. Okay. Warum neu starten? Ist doch alles cool noch. Nein, nicht erkunden. Ich wollte einen Gebietsscan machen. Stopp. Aber das Flugs kann ich auch noch abdrehen. Research complete. Dem rätselhaft noch milliardenschweren Gründer von Vanadium Inc. ins Leben gerufene Militärorganisation ideologisches Westwerten der Rationalität und Meritokratie verschrieben. Sieht Neu-Jericho den menschlichen Willen als freiheitliches Fundament sowie die Pandoraner als Bedrohung der menschlichen Identität an. West soll eine langfristige militärische Strategie entwickelt haben, die dort Erfolg verspricht, wo frühere Kampagnen gescheitert sind. Manche werfen ihm vor, einen Personenkult um sich herum geschaffen zu haben. New Jericho was one man's vision, and everything depended on that one man. Before the war, Tobias West had been a billionaire, an elusive, controversial businessman who denounced war even as he profited from it. When the world fell, his empire began to rise. Some said he was a genius. A man of principle, dedicated to equality and merit, fighting to preserve the core of human freedom, our will. They said he had a plan, that he could lead us to victory. Others called him a dictator, a megalomaniac, fearful of infection and obsessed with purity. They said he was willing to do anything to win, no matter the cost. The Phoenix Project needed allies. New Jericho could help us turn the tide, but it all depended on one man. Und der Trick ist, ihn zu töten und danach an seine Stelle zu treten. Ach so, Energieverbrauch 11 von 20, das habe ich gesucht. Trainingseinrichtung. Einsatzpunkt für Verteidigungsmissionen und einen Fluchtweg, wenn es schlecht läuft. Alle Soldaten in der Basis, auch wenn sie einem Flugzeug zugeordnet sind, erhalten pro Stunde, die sie in einer medizinischen Einrichtung verbringen, plus 2 Trefferpunkte. Ich wollte eigentlich diese Nahrungsmittelproduktion bauen. Damit wir halt ein bisschen Nahrung generieren, weil das ist eigentlich das Problem, weshalb wir keine weiteren Rekruten gerade rekrutieren können. Weil mir einfach Nahrung fehlt. Infiltrationsklasse. Neurotoxin-Waffentechnik. Forschung muss ich übrigens auch von den Fraktionen holen. Genauso haben die spezielle Waffen teilweise. Sanhedrin was built on a dream. A world without hierarchies. Without leaders. Where human beings could embrace the potential of technology without its destructive side effects. The radicals of the old world had been proven right. The status quo could not sustain itself. But what now?
what was the next step. Some argued for coexistence with the Pandoran ecosystem, hoping for a peaceful solution. Others advocated putting humanity before nature and claiming the planet for themselves. Trusting in the safety of their havens, the people of Sanhedrin argued about the best way forward. But the Pandora virus had little interest in their arguments, and its power was still growing. Kann den Fraktionsführer töten und ersetzen? Das weiß ich nicht. Ich hab's einfach gesagt. Es wäre halt der Trick, den man so verfolgt. In meiner Welt. Ich überleg gerade. Wie ist das beim Handeln? Was kriege ich denn jetzt hier dafür? Verdammt, da ist Nahrung gegen Tech, oder? Achso, ja, oder? Nee, ich gebe Tech und bekomme zwei. Ich gebe 10 Nahrung, bekomme 2 Tech, das ist das. Ich zahle 12 Material und bekomme 2 Tech. Und 80 haben die vor Ort. Das ist aber doof. Und ich kann doch nicht einfach Sachen jetzt erforschen, weil wir sind nur eine Person. Obwohl, ich habe keine andere Wahl. Ich muss ja Missionen nicht unbedingt machen. Wie zum Beispiel sowas. Vielleicht finde ich die dritte Fraktion hier irgendwo rumlungern. Oder ein... Ah, guck mal. Zufluchtinfo. Die haben nämlich Nahrung. Geh weg. Aber nicht sehr viel. So eine Kacke. Jetzt habe ich 302. Da ist immer noch zu wenig und die Zuflucht wird bald angegriffen werden. 345. Ich glaube, Nahrung füllt sich mit der Zeit dann auch wieder auf. Oh ne, die haben sofort wieder 126. Ich bin irritiert. Oder das war vielleicht wegen dem Tageswechsel gerade. Angriffstruppenpunkte 10, Verteidigungstruppenpunkte 11. Ein Traum. Tut mir leid, wenn ihr sterbt, aber ich habe da keine Zeit für. Toll, ein Heavy ohne Bewaffnung. Alle Feinde im Umkreis von 10 Fliesen haben im nächsten Zug 2 Aktionspunkte weniger. Sehr schöne Übersetzung. Von 10 Fliesen. So, du brauchst keine sekundäre Klasse. Dadurch, dass wir jetzt mehr Stärke haben, hat sich die Last auch um 4 erhöht. Anvil 2 Rüstung, Raketensprung, das kennt man ja. Rüstung 33. Rüstung 27. Die Rüstungssets haben auch unterschiedliche Rüstungswerte. Das war damals immer ziemlich... schwierig zu erkennen, aber ich glaube, das könnte jetzt ein bisschen besser sein.
Aber jetzt muss ich ja für den Heavy, also für den zweiten Heavy, noch eine Hellkanone herstellen. Nach der Wiedergewinnung der Basis und der Analyse der noch funktionierenden Datenbanken ist klar, dass Phoenix Point nun die einzige funktionsfähige Phoenix-Basis ist. Es mag da draußen noch andere Basen geben. Wir müssen sie finden und wieder ans Netz bringen. Wir haben keine Spur von Randolph Sims 3, aber er hat etwas zurückgelassen, das uns vielleicht von Nutzen sein könnte. Randolph Sims war der letzte Leader des Phoenix-Projekts. His great-grandfather had been there when it was founded, and he was there to witness its end. When we took back Phoenix Point, we found his notes. In his final days, as the world collapsed around him, he had been working frantically to understand the Pandora virus. Somewhere in the complicated history of the project, in decades of missions and investigations, there had to be an answer. His notes were damaged, too many of the files corrupted. But perhaps, if we could retrace his steps, we could figure out where his journey had taken him and what the answers he had discovered would mean for us. Die Notizen von Randolph Sims 3 deuten auf die Existenz eines privaten Rückzugsorts der Familie Sims hin, den sie für Forschung und Meditation genutzt haben. Vielleicht finden wir dort Informationen darüber, was Sims in seinen letzten Tagen erreichen wollte. Wir sollten Soldaten aussenden und diesen Ort besuchen. Delirium Innings weiterentwickeln. Wir könnten damit ein System erschaffen, das ungewöhnliche Phänomene orten kann, die mit der Präsenz der Pandoraner zusammenhängen. Da oben rechts ist das Ding. Scan complete. Der Manticore 1 landet auf einem alten Fußballplatz inmitten eines verlassenen Stadions. Vor langer Zeit spielten hier Menschen Sport, bevor die Welt zugrunde ging. Vergesst die Suche und spielt im Stadion Fußball. Durchsucht das Stadion. Übrigens, wenn ihr das im Epic Store kauft, es soll wohl auch auf den Xbox Game Pass rauskommen. Wann, weiß ich jetzt aber nicht. Wird geschrieben, dass es bald sein sollte. Wenn ihr es aber bei Epic kauft, dann denkt bitte daran, den Creator-Code von mir vielleicht da reinzumachen. Das wäre auf jeden Fall sehr lieb. Ach, die haben inzwischen auch gemacht, dass du einen Gebietsscan machst, siehst du, wo du schon gescannt hast. Mit dem grünen Bereich. Es wurden keine feinen Streitkräfte entdeckt, aber vermutlich können wir einige Ressourcen finden. 500 Material und 80 Nahrung. This new Jericho neural tech we've been hearing about. It sounds like a pretty cool technology really, but has anyone thought about how easily it could be abused by a, I don't know, an autocratic leader with delusions of grandeur? Neu-Jericho ist eine Gesellschaft aus Gesetzen und Prinzipien. Es wird keinen Missbrauch geben. You think so? Because to me it seems like these principles never find structural expression and are thrown aside all too easily when it's convenient. But maybe I'm wrong. Maybe New Jericho is all you believe it to be. I hope so. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Unmut zwischen beiden gesät. Aber ich halte zu Neu-Jericho. Wir verbünden uns mit dem Diktator. The more the disciples of Anu invest into this mutation tech, the further away they will move from what New Jericho considers humanity. This is not a threat, but a statement.
There is still time to look to reason, not superstition, for solutions. To seek answers in human will, instead of submission to the alien. But that time is running out. Es steht da, die Jünger von Anus. Natürlich ist es gemeint, die Jünger von Anu, ne? Aber zu die Jünger von Anu, die Jünger von Anus Haltung zu neuer... Ich weiß, nur ich finde sowas lustig. Aber ich habe halt das Kindliche in mir behalten. Wird das Spiel später lokalisiert? In der Demo hatten auch alle Deutsch geredet, oder? Das stimmt überhaupt nicht. In der Demo war alles auf Englisch. Was sagt die Diplomatie? 8% freundlich, ihr mögt uns jetzt nicht mehr so. Können auch sehen, wie viele in diesem Bereich leben, beziehungsweise wie viele Menschen da sind und wie viele Siedlungen die haben. Und guck mal, die haben 36 und der Tobias West hat mehr Menschen und mehr Zuflucht. Zusammenfassung: bei Mindfragern handelt es sich um eine Biowaffe, die entwickelt wurde, um menschliche Testobjekte zu kontrollieren und möglicherweise zu entführen. Der Kopf der Kreatur löst sich bei einem Angriff vom Körper und verbindet sich dauerhaft mit seinem Wirt. Zum Glück lässt sich die Kreatur in diesem Zustand töten und die Opfer wird wieder in den Normalzustand zurückversetzt. Funktion Gedankenkontrolle. Fortpflanzung Eier aus Brutkammern in Pandora-Kolonien. Sehr anfällig für Sprengstoffe. Sobald sie mit ihrem Opfer verbunden sind, reicht eine Einzelschusswaffe, um den Schaden beim Opfer zu minimieren. Ja, dann muss sie mit einer Pistole runterschießen eigentlich. Funny how that crude name our soldiers came up with stuck. Appropriate, I suppose. These vile creatures personify everything that makes the Pandorans so despicable. They are designed to rob us of our will, of our humanity. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt wirklich zurückfliegen muss. Ah ne, die Waffe ist sofort verfügbar. Was soll das denn für ein Soldat sein? Der kann ja gar nichts tragen. Wahrscheinlich, weil die Rüstung noch schwerer ist als die vom Phoenix Project. Dann machen wir das halt so, oder? Habt ihr neues Futter für mich? Erhöht Hunger und das Risiko eines Pandora-Angriffs. 90% beschädigt. Oh, du wurdest überfallen. Es kann doch nicht wahr sein. Ich bin irgendwo im Nirgendwo und erkunde was und werde wieder überfallen. Da sind hässliche explodierende Fässer. Das Problem ist einfach, ich muss jetzt 3 Züge wieder überleben und dann muss ich irgendwo hin. Also abhauen. Thank you.
Deshalb verpiss ich mich einfach. Wozu habe ich Jetpacks? Ja, für den ist das gerade ein bisschen schwer, weil der steht halt unter dem doofen Ding hier. Ach, ist doch alles Kacke. So, du kannst nur einen Nahkampfangriff. Boah, ich weiß jetzt nicht, ob ihr nur diesen Scherenarm habt. Schild und Scherenarm haben die, glaube ich, nur. Oder die haben die Granatwerfer, was noch dümmer wäre gerade, weil dann sitze ich nämlich hier oben drauf. Und dann ficken die mich einfach weg. Also verstecke ich deinen hinter der Bank erstmal. Und jetzt wirst du natürlich einen Facehugger sehen, der dir sofort ins Gesicht springt und dich übernimmt. Dann hast du einen super langen Einsatz gehabt. So. Es gibt immer Bereiche auf den... Also nicht immer, aber meistens gibt es Bereiche auf der Karte, wo du Willenskraft dazu kriegst, wenn du in die reinläufst. So, dann hat der nämlich seine Willenskraft auch weiter aufgefüllt. Dann verpisst er sich mal dahin. Übrigens wegen dem Facehugger, das Kopfschuss regelt, theoretisch. Praktisch ist das so, wenn du mit der Heavy Gun dann den Kopfschuss machst auf den Facehugger, dann bleibt da nicht mehr viel übrig. Dann stirbt dein Typ nämlich mit. Ich habe dieses Gefühl, dass wenn ich auf den drauf schieße, alles einfach explodiert. Die haben auch HP-Regeneration. Deshalb ist da dieses HP-Zeichen mit diesem Pfeil nach oben. I'm on Overwatch. Wenn irgendjemand hochkommen will, dann schieß auf den. So, wo ist Evakuierungszone? Da, das ist gar nicht mal so schlecht. Und weg! Hui!
nicht nochmal sterben. Moving now. Na, du wirst nicht ganz so weit kommen. Du musst eine Zwischenlandung machen. Nein, noch nicht beenden, weil er kann schon Evakuierung machen. Wir haben ein echt ekelhaftes Geräusch. Als wenn man irgendwelche Noppen hat mit Seife und die überall dran patscht. Die Jetpacks laufen mit Willenskraft. Deshalb haben die unendlich Treibstoff. So. Warum kriegt Wolfgang Inquisitor 500 EP dafür, dass der jetzt, sag ich mal, geflohen ist? Ach so, die kriegen 600 EP und das wird aufgeteilt. Wahrscheinlich, er hat den höheren Rang, er hat die Befehlsgewalt. Deshalb kriegt er mehr EP als der andere.